sprechen wir beim nächsten Spiel. Ich habe Dom dabei. Moin. Und wir gucken uns an 8cast gegen Doomsday, eine Art von Match. Wir hatten das vor gar nicht so langer Zeit schon mal im Turnier. Da war Ferret gegen mich, ne? Genau, mit einem anderen 8cast-Spiel. Und jetzt sozusagen das Rematch, das versuche ich auf dem Channel immer wieder zu vermeiden, weil, ne, wir haben neulich erst über alles geredet, so, ja, Doomsday hat die und die Discard, die und die Counterspells und Edgar hat die und die Chalice und so weiter und so fort. Aber ich finde es spannend, wenn verschiedene Spieler verschiedene Decks spielen. Da, wenn ein anderer Spieler ein Deck spielt, ja, jeder anders spielt. Das finde ich immer spannend. Frag mich gerade, ich glaube, da ist aber Ferret sein Deck jetzt auch anders aufgestellt, ja, weil diesmal die. Oh, was war das für ein Ding? Wo das denn? Die wieder raus ist wahrscheinlich. Ich glaube auch, die ist raus und genau, beim Edcast. Das ist wahrscheinlich eine Stocklist. Stocklist, denke ich auch. Das ist ein Petal, das ist ein Endstuhl, das ist eine. Ding, das ist eigentlich ganz nett. Anfang to Doomsday. Mit Thorzis. Thorzis, wunderschöne Thorzis. Ach, das ägyptische. Ist ja die japanische, ja ägyptische. Ägyptisch. Yu-Gi-Oh! Karte. Time for ein Duell. Das ist ein Force of Wind, Old Border mit Chalice, ein Petal und ein Palenda. Boah, nicht. Chalice oder? Chalice, die Hand ist schon echt fast gut. Viele Länder. Ja, sie ist fast gut. Das Problem ist halt, du brauchst halt irgendwas, was du in der Hand bringst. Chalice raus, Chalice auf 1 einfach schon mal gut. Dann kommt jetzt wahrscheinlich Saga Go. Ja, Saga Petal Go. Ja, weil sonst hättest du eben Petal, Saga, Chalice auf 1, Go, danach Saga hochticken. Ja, das wäre gut gewesen. Und da ist noch ein Artefaktblatt auf der Hand. Okay. Ah. Das kommt dann, glaube ich, auch nicht so viel. Man macht das nächste Mal ein Engine Tomb, into Loot, into Loot, into. Keine Ahnung, Shadow Spear. Shadow Spear. Befehle? Oh jo, ja. Kannst du einen von den Cyclern ansagen? Teferi, falls er Weiß Splash. Ja. Weiß Splash ist auf jeden Fall drin. Ich habe ihn schon gesehen. Ansonsten. LED kannst du nicht ansagen. Strix. Strix. Sehe ich mal gerade. Ist halt auch nervig, die klaut dir halt ein Konstrukt. Sehe ich mal. Gärtchen. Da. Aber hier, Schätze. Mal. Ja, kommt das auf 2, dann spielt man die Engine Tron. Ja. Macht die halt 2 Mana. Weil man will das Petal aber nicht opfern. Das ist Damage, die das Konstrukt da nicht hat. Du willst. Engine-Tool, genau. Es macht halt kaum einen Unterschied, weil der killt dich, wenn dann dadurch da gewinnt. Genau. Dann sagt man Go, man macht nicht den Token, es sei denn, man muss spielen. Weil den Token kann man ja auch im Endstep nehmen. Genau. Da ist ein Doomsday, ist ein Fetch into Doomsday. Ich glaube, hier playt man einfach rein, weil. Ja, warum nicht? Blaue Karten sind nicht so häufig in der Cast. Auf der anderen Seite hat er, glaube ich, alle anderen Karten gecastet, oder? Ja, gute Frage, ne? Du kannst halt in der Situation die Emre hätte spielen können, den Sai, das war's, glaube ich. Also so viel Auswahl hast du auch nicht. Da kommt das Doomsday. Da ist jetzt die Frage, ich glaube, man hat eine blaue Karte auf der Hand. Dann würde ich auf jeden Fall forcen. Den einzigen Vorteil, den du halt jetzt hast, ja, ist ein Force Pitch Force. Force Pitch Force? Ah, spannend. Der einzige Vorteil, den du halt jetzt im Endeffekt hast, die Saga tickt gleich auf 3 hoch, nachdem er den Pile gemacht hat. Das heißt, wenn du lucky bist und einen von den Cyclern ansagst. Ja, nee, tickt er jetzt hoch. Ja, ja, aber wenn das durchgegangen wäre, dann hättest du dir Zeit klauen können. Genau, dann macht man den Loot. Dann gibt man seinen Zug. Zieht man eine Karte. Drawcard. Macht man den Loot. Dann drückt man den Loot. Dann wird das Ding geopfert. Ja, Shadow Spear ist wie gesagt nicht gut. Shadow Spear macht halt nichts. Das ist halt die Kacke. Ja, leider, weil es halt kein Damage ist.
Du brauchst halt im Endeffekt wirklich einfach die Needle. Der macht dir nur Leben, der Shadow Spear, da geht er schon dran vorbei. Chalice auf 0, willst du? Geht nicht. Die ist nicht schlecht. Die Spellbomb. Spellbomb ist nicht schlecht, weil du halt da zumindest die Ding auf 0 reduzierst. Die, ja, die er muss 0 Karten drin haben. Hm. Das stimmt. Oder du kannst halt eine Karte ziehen. Dadurch, dass der Doomsdane durchgegangen ist und du weiß siehst, würde ich hier die Needle of Teferi legen. Ja, würde ich auch spielen. Needle of Teferi, ansonsten sind deine Dudes in Gefahr. Der nimmt die Spellbomb. Oh, ja. Auch eine Idee. Ja, auch, wie gesagt, vollkommen legitim. Ist halt die Sache, man crasht jetzt halt rein, tradet halt einen Dude gegen das Strix. Was super schade ist, aber was man machen muss. Ja, ist halt total, totale Kotze. Aber irgendwie muss er halt zum Hauen spielen. Insel. Ich hab mir jetzt noch auf der Hand. Kann man jetzt wirklich sehen. Ich glaube, wie gesagt, du musst einfach crashen. Ja, musst du reingehen, das ist halt so. Das wird im Deck halt immer ein bisschen schwieriger, wie gesagt. Du hättest auch auf den Shadow Spear gehen können für den Trampel. Ja, das stimmt. Da du mehr Damage raised. Und dann wäre halt ein Token gestorben, Tipperary geplayed, Bounce, Problem. Ja, so ist jetzt auch Bounce Problem. Ja. Und man hat nicht angegriffen, was ich echt schwierig finde. Ja, ich auch. Tipperary. Da kommt nämlich jetzt der Tipperary und jetzt guckst du in die Röhre. Gibt's davon schon Fernseher? Old Border. Stimmt. Japanisch. Oh yes, Japanisch hat auch ein anderes Artwork. Genau, dann Bounce den Token. Ja, da machst du halt nichts gegen. Ne? Nö. Und dann ist halt der Dude auch nicht mehr so groß. Da ist ein Forceful, Blue Pitch und ich glaube noch ein Doomsday. Ich denke, das ist relativ gut gestackt jetzt gerade, was das angeht. Da passiert wahrscheinlich nicht mehr viel. Nope. Der Teferi macht jetzt halt einfach den Lock. Ja, okay, der Akas hat 2 Force gecastet, die Hälfte ist raus. Ja. Also ein Pitch, ein gecastet, das heißt, da auch nicht. Ich glaube, da ist noch ein Oboro. Ja, ein Oboro. Heißt das Oboro? Das Channelland, was Bounced hat. Genau, das Channelland, was Bounced hat. Irgendwer wird das sowieso in die Kommentare haben. Ja. Das kann noch was bewirken. Ja. Viel mehr aber auch nicht. Ja, und das ist auch nur das Bounce, was du ja eh schon an Bord hast. Ja, stimmt, du hast den Spellbomb. Also du kannst jetzt die Creature bouncen, die Ding, und dann zuhauen, den Tiffery hauen oder was willst du tun. Das ist halt auch irgendwie mies. Alles so semi geil. Ja. Vor allen Dingen, du hast halt auch nichts nachgezogen. Du hast da viel zu viele Länder. Du hast keine Emry geholt, du hast keinen Psy geholt. Ja. Boah, ist doch kacke. Wenn du dem die Strix bounce, gibst du dem wieder eine Proxy-Handkarte. Ja. Man kann sie halt einfach so opfern, um eine Karte zu ziehen. Ja. Also da hat man sich ein bisschen in die Ecke manövriert, ohne dass man wirklich viel machen könnte. Wenn du die bounced, ist halt auch. Also du müsstest eigentlich die Strix bouncen in die Teferi umbumsen, damit du zumindest die Chance hättest, wenn du eins hast, einen Force zu casten. Das stimmt. Ah, schwierig. Es ist wirklich schwierig. Aber ich glaube, der Outcast ist generell nicht so einfach. Weil du musst halt genau die richtigen Synchros finden, um da durchzukommen. Dann auf das Artefaktland. Geht das Ding auf 3 hoch. Bubble. Da könnte man den Gegner noch bubbeln. Damit man halt das Ding zieht. Ah, damit man eine Karte ziehen kann, ja. Jetzt habe ich sogar einen Force auf der Hand. Ja, ich meine, das ist... Oder was ist diese linke Karte? Ah, nee, es ist das Artefaktland. Artefaktland ja. Und das andere, da kommt geht da Doomsday. Nee, es ist blau-weiß dabei. Ach, das ist ein Scrub. Ja. Ein Scrub und eine Tundra. Puh, ja, okay, man hat ja auch noch 3 Mana übrig. Ne? Ja. Also, Doomsday Casting Cover mit Baleful. Ja. Und da wird jetzt einfach Doomsday gecastet. Oh ja, die Baleful ist ein Draw. Ja, ja. Aber es ist kein Combo, denke ich. Doomsday. Da ist Force plus Pitch. Und was ist die hinterste Karte? Wahrscheinlich Land.
Ja. Dann wird ein Pile gebaut. Jupp. Pile ist, glaube ich, einfach Draw, Draw, Uncounterbar, der Dude. Sogar noch eine Strix dabei. Aha. Das ist, glaube ich, wirklich ein absoluter Slowpile. Ja, muss ein bisschen safe gehen. Ne? Hm. Ist ein Duel. Was könnte dich interrupten? Ja. Jetzt kommt das altbekannte, man kann im Deck sowieso nichts sehen oder verstehen. Das ist der japanische Teferi. Mhm. Da ist ein Kaba-Ritual aus dem Ding. Und ein Night's Whisper. Spannend. Duras. Ja. Mal gerade noch gesehen. Also, wenn du musst bei dem Deck tatsächlich dann einfach drauf gehen, wenn du dagegen spielst, das suchen, was dich stört. Ja. Und durchcounten. Und wenn es sowas wie Force ist, ist halt viel mal drin. Und sich die komplette Decklist aufschreiben. Ja. Weil, wenn der Gegner länger braucht, einen Doomstyle-Pile zu machen, dann darfst du auch länger brauchen, um die Decklist aufzuschreiben. Mhm. Das geht schon. Da ist ein Edge of Autumn oben drauf. Das ist Cycle Opfer an Land und Zielkarte. Genau. Cycle Opfer an Land. Ja, natürlich. Ist halt vom Prinzip her super. Dann Draw für Bubble, Draw für Turn. Also Draw für Bubble, Draw für Turn. Da war ein Force. Das war ein fucking Force und Cast. Ein 8-Cast, Dude. Ford Monitor. Ja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Ich würde den casten. Ich wäre so gierig. Ich wäre so gierig, den zu casten. Weil, du musst ja auch irgendwann zuhauen. Und wenn der Gegner hier nichts macht, dann ist Ding und ja. Okay, auf der anderen Seite, was willst du ziehen? Blue Pitch, den hast du mit ihm. Blue Pitch plus eine weitere Karte, mit der ich weiterspielen kann. Ja. Das ist halt genau der Punkt. Ich will irgendwas machen. Das Carven und dann Purple. Und ja. Mehr Erfolg. Mehr Erfolg. Dann kann er jetzt gebounced werden. Der Trigger, also du verlierst auch, wenn der Trigger ja, auf den Trigger wird er jetzt gebounced. Und ja, dann sind die Devotion noch trotzdem zwei. Zwei und immer noch weit höher als das Deck. Ja. Dementsprechend leider keine Chance. Super, super ätzend, wenn das passiert. Auf der anderen Seite, sehr, sehr schön gespielt von Loops, ey. Wirklich durchgespielt, genau gesehen, was man auf Karten haben muss, den Draw reingepackt und so weiter und so fort. Einfach mal das eine Doomsday probiert, hat nicht geklappt, warte ich aufs nächste. Mhm. Weil auf der anderen Seite, man wusste halt auch, wie die Hand vom Eggcast aussieht und die war halt nicht schön. Also durch den Forties war die nicht schön. Ja. Boarding. Cast. 4 Force of Negation. Ja, 4 Force of Negation. Dafür geht wahrscheinlich ein bisschen was an anderen Kram raus. Von allem etwas. Manchmal könnte man auch sowas wie Leyline oder Surgicum Support spielen. Die können wir auch reinnehmen. Einfach nur in der Hoffnung, dass man eben dann gerade mit Surgical ein Doomsday countert, das removed und für immer exiled. Die meisten spielen ja leider irgendwelche Artefaktkram, das ist halt nicht so geil. Doomsday ist ja ein bisschen schwieriger zu machen. Ich meine, da sind sogar, glaube ich, sowas wie Serenities und sowas sind drin. Strixes sind okayisch, aber nicht broken, die kann man rausnehmen. Und so ein bisschen fast. Boah, echt, würdest du die rausnehmen? Ja. Weil die halt die Konstrukte wegblocken? Ja, das tut halt so ein Serenity halt auch. So ein Serenity macht halt alles platt. Ach ja, Serenity war ja der. Ich war jetzt gerade bei der weißen Inkarnation. Nee, Serenity macht halt alles platt und räumt halt einmal das Board, was ziemlich gut ist, dann einfach. Ja. Und am Ende des Tages willst du ja nur genau das. Du willst, dass das Board clear ist. Mhm. So, da haben wir eine Weile. Ja, ist okay. Eine Chalice. Genau, Chalice. Eins meistens ziemlich gut. Jo, null willst du nicht. Ein paar Bubbles. Aber ich glaube, kein Soland und kein Fast Mana. Hm. Ich erkenne da so wenig. Da ist auf jeden Fall ein Doomsday beim Doomsday-Spieler. Ohne Mangel, Shenanigans. Oder auch nicht.
Dungeon Tomb. Ah, Fortcost ist da noch. Chalice of 1. Da geht man mit einem Forceful Pitch. Forceful Pitch. Fortcast. Spannend. Spannend. Das ist halt das Schöne bei Doomsday, weil ja, du hast darum gekämpft, aber es juckt dich nicht viel. Es juckt dich halt echt nicht so viel. Nee. Du gehst hin, legst ein paar Länder, solange da jetzt keine Threat hinherkommt, easy. Easy Game, easy Life. Ja. Du musst halt jetzt einfach nur auf 3 Mana kommen und dann ist alles wieder schön. Jetzt habe ich einen Vorteil. Dort konnte ich jetzt gerade gar nicht erkennen. Dann Enter. Draw a card for Bubble, draw a card for Turn. Oh, 2 Bubbles. Also entweder hat man ein Artefaktland auf der Hand oder versucht jetzt einfach irgendwie... Ja, ein Ford Monitor. Ja, immer bitter, wenn man den in der Bubble Draw zieht. Anders habe ich nur eine Insel auf der Hand. Ja, dun, dun, dun. Godzilla kommt. Yes. Ja, oh, wow, das ist halt schlecht. Das signalisiert dem Gegner halt, mach was du willst. Ja, aber ist das in der Hand ganz oben nicht ein Artefaktland? Ich meine auch. Das wäre ja voll gut, weil dann könnte man ja unten Forceful und Pitch. Eigentlich ist das doch ganz gut. Man hätte hier das Artefaktland spielen können, Go sagen können. Ja, nicht so. Ich meine, man suggeriert so natürlich, dass es eigentlich gut geht. Jo. Und man hat so halt die Chance, dass man halt irgendwie overextended das macht. 2 Mana Kabal-Ritual, macht das 2 Mana, 3 Mana. Jo. Okay, und dann mach ich Doomsday. Dann sagst du, wahrscheinlich Force. Aber das ist einfach das Problem von Doomsday. Doomsday macht halt so, jo, dann mach ich jetzt Forceful, counter das Doomsday, weil das Doomsday muss gecountert werden. Alles andere baut er sich dann sozusagen, dass nicht mehr counterbar ist. Und ja. Naja, dann sieht man ja schon auf der Start, auf der Hand, spielt dann das nächste Doomsday und oder hat selber noch Counter. Das ist halt wirklich, wirklich anstrengend, dagegen zu spielen, mit so einer Art von Deck. Ne? Ja, wenn du, also du musst halt die 4 Forces aus dem Sideboard noch reinklatschen, man musst du halt hoffen, dass du zum passenden Zeitpunkt passend da hast. Mhm. Siehst halt, die Chalice juckt den gerade gar nicht, die verlangsamt den. Beziehungsweise er muss halt damit leben, was er zieht. Genau, er geht halt so ein bisschen aus diesem Cantrip raus und das ist halt nicht so schlimm für das Deck. Nee. Die Top-Decks sind halt immer noch gut und die blauen Sachen sind dann halt einfach Pitches für Counter. Ja. Und du siehst aber auch, dass das hier. Spannend. Also, ich denke, hier muss man das einfach countern. Ja, musst du. Sonst bist du tot. Mhm. Ziemlich safe. Da musst du jetzt nicht überlegen. Ja. Wieder countert. Ja. Jetzt zieh meine Karte. Dann spielt wahrscheinlich ein Artefaktland, sagt dann Go. Da passiert dann noch gar nichts. Das ist ein normales Land. Ein Sai? Sai wäre natürlich ein nice. Oh. Emry. Für das tut weh. Man muss das Mana tappen wegen Affinity. Das tut wirklich weh. Der Trigger? Genau. Schaut, ob die resolved. Das ist ein Hardway. Das ist ein Emry und ein Mox. Spannend. Ja, Mox, mehr Mana braucht das Land. Ne? Da kann man langsam durchgehen. Das ist ein Top-Deck. Drittes Mana, Entu, nächstes Doomsday. Jawohl, Spaß. Yes. Ah. Ja, das Deck ist, was das angeht, sehr konstant geworden. Das einfach runter zu droppen und zu sagen, ich mach das mal. Ja. Und ja, jetzt geht man wahrscheinlich in die Fast-Combo, wenn ich es richtig sehe. Man muss ich nicht wirklich vor irgendwas fürchten. Nee, der Gegner hat halt nichts. Du bist halt durch die Chalice 0,00 gar nicht irgendwie belastet. Ja. 3, 4, 5. Und dann, jo. Das ist schon wieder ein Strix Empire. Ich glaube auch nicht. Interesting. Very, very wild. Sehr, sehr interessant. Das geht in den Friedhof. Wichtig übrigens, dass Doomsday immer in den Friedhof geht. Ja. Das ist tatsächlich eine relevante Sache, die ganz viele Leute vergessen. Ja. Ein also, Draw, go. Sonst kannst du Doomsday durchcyclen. Das wäre irgendwie doof. Ja.
Also Thassa's Orakel und unten drunter noch ein Doomsday. Man kann halt lustigerweise genau das machen. Ja, ja. Man kann danach das Doomsday wieder, weil der Friedhof wird ja auch mitgewählt. Das heißt, du wählst die 5 Karten wieder und machst wieder genau den selben Mist. Du kannst, wenn du Doomsday in den Pyran tust, Infinite Doomsday. Ja, Infinite ja nicht. Das wird ja Exile. Nee, das Doomsday selber geht eben genau in den Friedhof. Ach so, und wenn du ein zweites da reinmachst. Wenn du ein zweites da reinmachst, bist du die ganze Zeit Doomsday am Zeigen. Das ist auch ein ganz cooler Trick, den du machen kannst. Hier würde ich, ist schwierig, ja, Bubble für den Draw und dann Ghost, sieht gut aus. Nee, direkt Bubble. Direkt Bubble, damit man im Gegner ja, so ja, sieht, ja. Damit man das hat, genau, Bubble dann nicht. Zeigt er dir wieder ein Edge of Autumn oder eine Bellfall. Nee, das ist ein Knight's Whisper. Ah, die habe ich mir null bestellt, aber ja, Non-Fall. Non-Fall, wollte ich gerade sagen. Und die dürfen wir auch voll. Nee, das ist voll. Ich meine, der wäre voll. Ach stimmt, da sind ja eh ein paar Vollkarten drin. Ja, eine Menge sogar. Stimmt. Gut, dann go, draw. Jo, dann boah, musst du halt irgendwas finden. Irgendwas. Knight's Whisper, findet man zwei Leben, sieht zwei Karten. Sieht zwei Karten. Jada, jada, jada. Ja, das Orakel gewonnen. Krass. 2-0, wow. Doomsday. Einfach geklatscht. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wenn ja, könnt ihr das Video bewerten und vielleicht den Kanal abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.